Hi, ich bin gerade dabei, dieses Großspezial zu bearbeiten und leider ist da irgendwie diese komische Telefonstörung gewesen. Also ich höre diese komischen Geräusche. Es sind nur leichte Geräusche, es tut mir herzlich leid. Ich weiß nicht, was da los war, ob da wieder Störungen sind. Generell ist hier, was an der Sachsengrenze ist, Polen, Tschechien, generell ein paar Störungen. Also es tut mir leid, nur das für euch zur Info und deswegen würde ich jetzt mal sagen, geht's jetzt auch los mit dem Großspezial. Macht YouTube noch Spaß? Hallo, liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Germanico und herzlich willkommen zum nächsten Großspezial. Macht YouTube noch Spaß? Bevor ich meine Meinung sage und wie ich auf das Thema gekommen bin, erstmal folgende Infos. Das Video, was, wenn ihr es seht, ist gerade Mittwoch. Ich hatte schon vorab eine Aufnahme, aber da hat mir die Audioqualität reingespuckt. Irgendwas war die Stecker nicht richtig oder so. Es war ständig so ein Rauschen und kein Rauschen, so ein Knistern zu hören. Das Video wollte ich euch nicht antun. Deswegen kommt das Mittwoch und gestern, Dienstag, kam ja mein Core of Axe Girls raus. Das Knattern, was ihr da hört, ist kam von meiner Kette. Jetzt habe ich die Kette unter dem Pulli. Also, da gibt es keinen Knattern mehr. Jedenfalls. Macht YouTube noch Spaß? Wie komme ich aufs Thema? Nun, der gute Kenzo Tenku, auch bekannt damals als Quo, hat ein Video rausgebracht mit YouTube aufhören. Und ich habe mir das angeguckt, habe ihm noch einen Kommentar darunter geschrieben. Ich verlinke in euch meine Beschreibung und in die Infokarte. Und zu dir jetzt mal, mein lieber Quo. Du bist seit 2 Jahren dabei, hast knapp 1000 Abonnenten, hast gute Wiedergabezeit und Aufrufe auf deinen Videos. Respekt dafür, mach weiter. Ich bitte dich auch darum, weil du bist ein Typ, der ist spitze, mach weiter. Du hast in 2 Jahren das geschafft, was ich nicht mal in knapp, ja vorher in Gruppe in 3 Jahren geschafft habe. Weil den Kanal gibt es ja bald seit 3 Jahren und seit über 2 Jahren und 4 Monaten mache ich ja das alleine. Und ich habe nicht mal einen Bruchteil dazu geschafft. Also Respekt an dich, Daumen geh hoch. Also Leute, schaut doch mal bei ihm vorbei. Jetzt nehmen wir mal das Thema auseinander, weil auch in Urlaub habe ich ja Zeit, mal ein bisschen in Ruhe nachzudenken und auch mich um manche Themen zu beschäftigen. Und das war auch ein Thema. Und ich stelle mir jetzt die Frage, macht mir YouTube noch Spaß? Ja, es macht mir noch Spaß. Ich liebe es, Videos aufzunehmen, wie das jetzt hier gerade. Meine Koop-Achse, Dinger, wo ich auch ein bisschen schneiden muss, meine Spezialdinger, meine Let's Plays, mir macht das noch Spaß. Und ich werde auch damit weitermachen, egal wie ich stehe, wie meine Aufrufe sind, wie meine Abonnentenzahl sind. So, das Ding ist, Co hat vieles im Video gesagt. Das eine ist zum Beispiel, jeder erhofft sich, mit YouTube ein bisschen Geld zu machen. Ja, das stimme ich hinzu. Jeder, ich schließe mich da auch ein. Hab auch den Gedanken, mit YouTube ein bisschen Geld verdienen. Nur ein kleines Taschengeld. Wenn es nur 5 oder 10 Euro sind. Kleines Taschengeld. Jeder hat den Gedanken. Und viele pochen dann darauf und sie wollen das Geld dann verdienen. Und machen alles. Wie gesagt, Clickbait, Mainstream-Content, Assi-Content. Ja. Aber jetzt hat ja YouTube selbst dazwischen gequetscht. Und zwar mit diesen neuen Anforderungen zu der YouTube-Partnerschaft. 1000 Abonnenten. Im letzten Jahr oder in den letzten 12 Monaten eine Wiedergabezeit von 4000 Stunden. Und ja, und das betrifft jetzt alle, auch die, die jetzt mal eine Partnerschaft gehabt haben. Und das sehe ich jetzt mal ein bisschen kritisch, weil das raubt vielen YouTubern den Spaß. Die, die wirklich auf Spaß angefangen haben und wirklich dadurch nur ein kleines Geldchen verdient haben, kriegen jetzt nichts mehr. Klar. Positiv ist, die jetzt wirklich nur YouTube angefangen haben, um Film zu werden, die werden jetzt wegfallen. Ja, dann ist es so, das freut mich dann, kann man sagen, ein bisschen tierisch, weil noch mehr solche Leute, die Assi-Content oder Mainstream-Content rausbringen, also sprich alles oder wie nennt man das jetzt, jeden Hype hinterher laufen, solche Leute braucht man jetzt nicht nochmal auf YouTube. Ich finde, YouTube sollte man echt nur aus Spaß anfangen und nicht um Fame zu werden. Das Ding ist, was. Deswegen
raubt das wahrscheinlich vielen YouTuber den Spaß, auch die mit Spaß angefangen haben. Klar, Vorteil ist jetzt, es werden jetzt viele YouTuber aufhören, die wirklich nur aus Themengeilheit und Geldgeilheit wirklich angefangen haben. Das ist das Positive. Ich sehe es aber auch in dem Moment kritisch, weil es gibt viele, die sind seit Jahren bei YouTube, haben eine Partnerschaft schon seit 1, 2, 3 Jahren und die haben zwar weniger als 1000 Abonnenten und so und weniger Aufrufe als, oder wieder ganze Zeit wie jetzt. Und die sind aber schon seit 1, 2 Jahren Partner und die werden einfach rausgenommen. Finde ich blöd. Da hätten sie das gemacht, ab für die Neuen. Fertig. Warum kam es jetzt aber zu dem Sache? Na klar, die Logan Paul. Geschichte mit der Leiche im Selbstmordwald in Japan, um die Werbepartner zu, sage ich jetzt mal, zu beruhigen, haben sie das eingeführt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist schon komisch. Das ist ja ein, zwei Wochen her und schon kommt so eine Maßnahme. Und wieder müssen die kleinen YouTuber darunter leiden. Die Großen, die schätzen Dreck. Mal auf Deutsch gesagt, denen passiert das nicht. Aber wir Kleinen müssen darunter leiden. Das finde ich in dem Sinne schlecht daran. Ich finde es gut, so wird vieles aussortiert. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, so kümmern sich auch viele manuell um die jetzt die Partnerschaft einreichen. Das sehe ich eher kritisch. Es wird trotzdem durch den Computer laufen, glaubt mir. Und ja, machen wir jetzt mal weiter. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo das YouTube den Spaß nimmt wieder mal. Klar, was auch Ken Su gesagt hat, Thema zeitaufwendig. Es ist zeitaufwendig, es ist ein Hobby. Und klar, es ist zeitaufwendig. Auch wir Let's Player investieren Zeit. Jetzt kommt mir nicht mit dem Spruch, ihr nehmt ja nur auf und ladet hoch. Falsch, ich nehme auf, tue noch die End- und das Intro und die Endcut noch reinschneiden. Also ich habe auch da noch ein bisschen Arbeit. Jeder Let's Player hat noch ein bisschen Arbeit, der noch eine Endcut, Outro, Endcut und Intro einfügt. Da müsst ihr auch immer rechnen damit. Das Ding ist, YouTube ist zeitaufwendig als Hobby. Und wie Quo damals, sorry, wenn ich dich nochmal Quo nenne, ich hoffe, du verzeihst mir, ne? Wie Quo schon gesagt hat, man hätte die Zeit andersweitig verbringen können. Da gebe ich Ihnen recht. Jeder muss selbst sehen, was er jetzt macht mit seiner Zeit, mit seiner Freizeit. Dadurch, dass ich keine Freundin, keine Kinder habe, kann ich eben ein bisschen mehr Zeit in YouTube investieren und in Twitch. Das mache ich auch. Und ich will einfach nur sagen, Leute, fangt aus den richtigen Gründen mit YouTube an. Aus Spaß. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ihr echt jetzt nur noch mit Fame oder Geldgeil, wegen des Geldes wegen jetzt YouTube anfängt, ihr kommt nicht weit. Ihr werdet jetzt nicht weit kommen, allein durch die neue Regelung. Das nächste ist, wo ich sage, warum viele mit YouTube aufhören, weil es dem eben keinen Spaß mehr macht, ist auch halt, ja, wie gesagt, die Zeit, YouTube selber und viele, viele andere Dinge. Wenn ich jetzt mal überlege, ich stelle immer noch Kanäle vor, weil ich denen gerne ein bisschen helfen will. Und wenn ich dann sehe, dass viele dann auch aufhören, weil eben die Zeit fehlt, der Spaß fehlt oder weil es nicht zum Erfolg führt, weil viele hören auch auf, weil es nicht zum Erfolg führt, sehe ich das so, dann müssen sie es eben aufhören. Aber es dem Grunde weiß eben, wie ich gesagt habe, eben gerade, dass diese Punkte dann kommen, dass YouTube echt keinen Spaß mehr macht. Aber macht YouTube generell noch Spaß? Für mich ja. Wie gesagt, ich werde so lange YouTube noch machen, bis ich alt und grau bin. Vielleicht wäre ich der älteste YouTuber aller Zeiten. Geh am Krückstock. Oh, Zug kommt. Ja, da kommt die Ostdeutsche Bahn. Und tschüss. Und jedenfalls, ich will allen jenen raten, echt nur aus Spaß anzufangen. Macht YouTube auch Spaß, macht nebenbei auch was Vernünftiges. Wie macht eure Schule fertig? Macht eure Ausbildung fertig, wo ich noch meine Umschulung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht habe, habe ich nebenbei auch YouTube gemacht. Habt immer einen Plan A, B, C, D, ganze Alphabet, habt immer mehrere Pläne. Verlasst euch nicht darauf, jetzt mit YouTube anzufangen und berühmt zu werden, weil das ist eine Schwierigkeit, so leicht wird man nicht berühmt. Und das Ding ist, weil wie andere Große sagen, ich weiß nicht, wer das war, und ich bitte jetzt mal an meine Zuschauer, falls einer
einer selbst die Bravo oder die Schwester der Bravo sammelt, guckt man nach in einen Bravo-Artikel von Bibi oder Dagi. Ich weiß nicht, wer von den beiden das war, hat mal gesagt, kommt zu YouTube, ist es leicht, Geld damit zu verdienen und Film zu werden. Und das stimmt aber nicht. Es kostet sehr, sehr viel Zeit. Zeit, Nerven und auch Geld. Weil wir investieren auch Geld in unser Hobby, in, sprich YouTube. Ich auch, neue Ausrüstung, wie hier Mikro. Zack, hier das Mikro. Plus Spiele eben halt und, und. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele mit YouTube aufhören, geldmäßig, weil sie kein Geld dafür haben. Ich will jetzt nur noch eins sagen, meine lieben Leute. Denkt dreimal nach, bevor ihr mit YouTube anfängt. Denkt fünfmal nach, was ihr auf YouTube macht, weil denkt dran, das Internet vergisst nie. Und was ich euch echt raten will, fangt es echt auch Spaß an. Macht es nicht aus geldgeilen Gründen, Filmgründen, weil ihr berühmt werden wollt. Wenn ihr meint, ihr habt was drauf, geht zum Casting oder besucht eine Schauspielschule oder und. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja, das ist eigentlich größtenteils das, was ich sagen wollte. Macht YouTube noch Spaß? Mir ja. Aber ich sehe schon Auswirkungen von YouTube halt, dass die dazwischen grätschen, dass es vielen Leuten keinen Spaß mehr macht. Eben auch die Zeitaufwand, das Geldaufwand. Ja, jetzt hab ich den roten Faden verloren. Wo ist denn der? Jedenfalls, es gibt einige Sachen, was den Spaß auch mindert. Deswegen, Leute, überlegt es euch echt 3-4 Mal, ob ihr mit YouTube anfängt. Und überlegt, ob ihr das aus richtigen Gründen tut. Das ist auch ein Punkt. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht zu diesem Spezial sagen. Quo, mach weiter bitte. Das geht echt jetzt nochmal an dich. Halt durch, du wirst dich schon wacker schlagen und du machst das schon. Dein Kanal wird schon top. Ich werde auch weiter Kanäle vorstellen, also wenn ihr gerne vorgestellt worden seid, schreibt einfach in die Kommentare. Hier, ich bitte, Hashtag Vorstellung. Schreibt das in der Beschreibung, in den Kommentaren und dann werde ich mal euren Kanal angucken. Ich werde noch extrem noch ein Video machen, weil ab Februar wird es noch ein paar kleine Änderungen geben, die ich euch gerne sagen möchte. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz was. Das da war mein Baumhaus von mir und ein paar Freunden. Haben wir ein bisschen gebastelt. Ja, das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich wollte euch jetzt nicht so lange aufhalten. Ich wollte jetzt nur mal das Thema aufgreifen. Deswegen macht YouTube noch Spaß. Mir macht es noch Spaß. Wer denkt, ihr wisst, was ich meine. Fangt aus den richtigen Gründen YouTube an. Und ja, mehr wollte ich auch nicht zu dem Thema jetzt sagen. YouTube an dich nochmal gerichtet. Lasst nicht bitte alles an die Kleinen aus. Und bitte, es gibt schon kleine YouTuber, die haben schon jahrelang eine Partnerschaft bei euch. Bitte berücksichtigt die auch mal, okay? Und dementsprechend verabschiede ich mich wie immer mit deinen Zackgut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer GEMADECO ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.